Ja, Leute, Retro Joe ist zurück und heute habe ich mal ein Spiel für euch, das meine Frau sich gewünscht hat. Und zwar mag sie die Gameboy-Version recht gerne von Prehistoric Man. Und das Ganze gibt es natürlich auch fürs Super Nintendo und das gucken wir uns heute mal an. Spielen wir einfach, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was das Ganze auf dem Super Nintendo taugt. Ich habe das noch nie gespielt. In einer dunklen Nacht im Neandertal. In einem kleinen Höhlendorf geschehen üble Dinge. Das geht natürlich nicht. Der Dino, der hat einen echt fetten Zinken. Hat der gerade unser Feuer gefressen? Am nächsten Morgen. Sam wollte in Ruhe frühstücken. Oh, oh, oh. Don't mess with a caveman's Frühstück. Sam, unsere gesamten Mampf-Mampf-Vorräte sind weg. Von verblödeten Dinos weggefressen. Das geht ja wohl gar nicht, Leute. Es ist die Hölle. Bald kommt der Winter und wir haben nichts mehr zu mampfen im Haus. Ich fühle mit dir, Bro. Wir müssen irgendwo Knochen auftreiben, um uns davon neue Mampf-Mampf-Vorräte kaufen zu können. Ja, offensichtlich sind wir kurz vorm Exodus, weil wir verhungern. Mir fällt da eine alte Legende aus den Tagen ein, in denen ich noch nicht stubenrein war. Okay. Er war also nicht immer stubenrein. Sie berichtet von einem Ort. Weit im Norden. Wahrscheinlich Winterfell. Hinter den Eiswüsten. Von einem Tal voller Knochen. Das sieht ein bisschen aus wie der Dinosaurierfriedhof aus, oder wie der, ja, generell der Antilopenfriedhof aus König der Löwen. Die Ruhestätte der Dinos. Da legt er sich einfach schon in Knochenform zum Schlafen hin. Guckt sich das einer an. In einem legendären Tal soll es so viele Knochen geben, dass man darin schwimmen kann. Kann man das hier irgendwie überspringen? Jetzt reicht's langsam. Ich habe mal Start gedrückt, damit es weitergeht. Stage 1, Dschungelchaos. So, testen wir mal. Hier ist unsere fette Keulenattacke. Wir können hüpfen. Der hüpft sogar. Wow! Okay. Okay, wenn ich R gedrückt halte, kann ich mich im Level umgucken. Mit L genauso. X macht gar nichts, Y haut, B ist springen. Und da ist dieser fürchterliche Schrei. Ich lese mir das jetzt nicht nochmal durch. Ich glaube, wir verkloppen einfach alles, was sich uns in den Weg stellt. Auf dem Gameboy erscheinen immer so Pfeile, wenn irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Das scheint mir jetzt hier nicht der Fall zu sein. Ja, ja, ja. Was auch immer er sagt. Er ist auch geil hier mit seiner Weste und seinem Hut. Ja, Spinne hier. Wuhu. Das Sounddesign finde ich ganz geil. Komm her, du Herz. Und das Figurendesign gefällt mir auch ganz gut. Die Musik ist noch nicht nervend, aber ich glaube, sie hat durchaus das Potenzial dazu, einem früher oder später echt auf den Sack zu gehen. Das bleibt mal abzuwarten. Okay, da kann man überall nicht drauf springen. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Monaten hier. Bla, bla, bla. Wenn du ihn aufwächst, bringt er dir... Okay, das ist wohl der Checkpoint. Ich bin jetzt zu faul, das... Oh! Was ist hier? Ey, ich wusste es! Warum habe ich das gemacht? Was hätte ich denn hier sonst tun sollen? Goal! Das hätte ich gerade doch mal durchlesen sollen, was der Typ da gesagt hat, um vielleicht auch über die Stacheln irgendwie drüber zu kommen. Aber nein. Na Sam, wie lief's denn? Hast du uns das mitgebracht? Ja, ich hab ganze 8 Knochen oder so. Gar nichts. Was? Ihr habt doch Knochen eingesammelt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Was ist das denn hier? Einstein, der Höhlenmensch. Sam, um das Nebeltal zu überqueren, brauchst du einen Drachen. Ich könnte dir einen bauen, aber dazu brauche ich das Fell des seltenen Gebirgslöwen. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Da bin ich guter Dinge. Okay. Ich dachte, ich könnte hiermit vielleicht hoch genug springen, um darauf zu kommen.
Aber dem scheint nicht so. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, es gibt definitiv keinen Double Jump. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich nach oben gedrückt halte und dann laufe, dann rennt er schneller. Also wenn ich schräg nach oben drücke, rennt er viel, viel schneller und springt dann auch viel weiter. Das ist ja gut zu wissen. Ui! Ja, siehst du, jetzt bin ich nämlich hier oben. Zack. Ich habe direkt mal ein paar Obst eingesammelt. Ja, bis darüber kommt er nicht. Nee, das klappt nicht. Ja, egal. Abgestürzt. Blöd. Hinweg, blöde Spinne. Fast schon wieder knapp geworden. Also wäre ich auch eben, hoppla, also wäre ich wohl auch eben da über dieses Stachelfeld drüber gekommen, wenn ich einfach gerannt wäre. Aber nach oben zu drücken, um zu rennen, wenn noch ein Knopf frei ist auf dem Joypad, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, ne? Wow, ho! Eine Höhle. Oh, da war eine alte. Hey Sammy, wenn du alle Buchstaben des Wortes Bonus findest, da hast du auf wunderschöne Weise in eine geheime Bonushöhle gebracht. Okay. Das suggeriert ja einiges hier. Wir haben es hier denn nicht etwa mit Höhlenprostitution oder sowas zu tun? Ja, da ist Mr. Checkpoint. Ja. Dann muss man da irgendwie hochkommen. Steuerung ist ein bisschen schwammig, aber eigentlich ganz okay. Nein, ja, ist auch egal. Also mir gefällt das auf dem Super Nintendo deutlich besser als auf dem Game Boy, muss ich sagen. Die Gameboy-Variante fand ich jetzt echt nicht so überzeugend, aber das ist in der Tat ganz cool. Oh, okay, hier komme ich nicht hoch. Ja, das ist wieder eine Höhle. Intuitiv, wie Super Nintendo-Spiele in der Regel sind, geht man in die Höhle, wenn man nach oben drückt. Hier ist wohl der seltene Berglöwe, dessen Fell ich brauche. Jetzt hat er aber gar kein Fell dabei gehabt. Komm her, Kollege. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Herzen ich einsammeln muss, um da oben ein neues Herz zu kriegen. Hui! Entschuldigung. Also ja schon wieder. Bam, bam, bam. Ja, ja. Wie doof er guckt. Finde ich super. Also das Figurendesign, die Animation und so finde ich echt ganz gelungen in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt vom Gameplay her kein Joe und Mac, aber es ist echt nicht übel. Oh, hier, der hat Flecken und hält mehr aus. Ja, guck mal, da haben wir doch das Fell. Easy going, Leute. Ja, Sam, der Prehistoric Man. Ich weiß gar nicht, ob das eine Umsetzung von einem Amiga-Titel ist oder so. Es fühlt sich aber nicht so an, als wäre es, also die typischen Amiga-Titel, sowas wie Gods oder so, das merkt man. Das hier sieht eigentlich nicht so sehr danach aus. So, jetzt haben wir den Drachen. Mir ist egal, was der erzählt. Hier ist Le Drache. Hui!
aber ich habe das Prinzip hier noch nicht so ganz verstanden. Er rennt und rennt. Rennt er noch schneller? Wie habe ich es hier nicht so richtig drauf mit dem Drachen? Ja, ich glaube, das soll für den ersten Eindruck auch mal gereicht haben, Leute. Also, Prehistoric Man, wie sieht das Fazit aus? 10er ist das Spiel, glaube ich, nicht... Also, nein, nochmal neu. Also, Fazit, Leute. Was sagen wir denn jetzt hier letzten Endes zu Captain Prehistoric Caveman hier? Also, ist ganz cool in der Tat. Für einen 10er kann man das mitnehmen. Allerdings viel mehr würde ich da jetzt auch nicht für bezahlen. Denn ich scheitere jetzt hier am Drachensteigen. Ja, egal, Leute. Das war's für heute. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Retro Joe out und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.